Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Call of Duty Black Ops 4 Control mit Alex natürlich. Hallo. Ich spiele Nomad. Ich spiele auch nochmal jetzt auf Change Class. Achso, ja. Wechsel auf Custom 1 ja, und drück OK. Bestätigen. Mal sehen, ob das. Genau. Breach ist nicht der Charakter, sondern halt das Loadout heißt Breach. Also man spielt Nomad standardmäßig mit dem Loadout Breach. So, aber wir spielen jetzt mit Custom, weil wir das jetzt gerade freigeschaltet haben. Ob das Sinn macht? Ich glaube nicht. Aber man hätte sich angucken müssen, was Breach hat, weil das kannst du im Hauptmenü nicht sehen. Ja. Okay, ich bin der Einzige, der eine MP spielt anscheinend. Nee, ich auch. Okay. Und der ganz Rechte. Ah, den habe ich nicht mehr. Ah, die ja, MP habe ich auch noch nicht gespielt. Mal gucken, wie die ist. Oh, hier ist ein Panzer. Ach du Scheiße. Das wir verteidigen, wieder, ne? Ja. Hier gerade einen Turm nach oben. Oh. Hier ist mal wieder abhauen. Ja, ich hab einen. Muss schon viel treffen. Alter, das Geräusch ist super laut. Ja, genau. Ich dachte erst bei mir, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist irgendwas Krasses in der Wohnung passiert. Deswegen, das ist der Alex hat gerade diese Body Armor drin, dass du weniger Schaden bekommst. Die hatte ich in unserer Runde, die wir mal davor gespielt haben, auch schon angezogen. Und wenn die kaputt geht, hört sich das an, als wenn neben dir Glas zerspringt. Aber was so richtig. Was absolut nichts mit den Soundeinstellungen zu tun hat. Die tappen gerade B, ich versuche ja, noch hinzukommen. Ja, bin dran. Ja, ich komme jetzt auch rein. Da kommt noch einer bei dir. Ja, habe ich. UAV am Start. Okay, gehen eher nach A. Ich gehe mal hier lang pushen. Mitte kommt einer gepusht. Habe ich. Boah. Ja, ich pushe da weiter. Kommt noch einer. Alter, wie laut das ist. What the fuck? Es kommt einer von meiner Seite aus. Ich habe nur eine Shotgun. Ich habe keine Muni mehr. Ich komme aber wieder. Da kommt noch einer Mitte. Gebt alles, was ihr habt. Scheiße. Ich hab einen weiten Weg. Ist slow. Ich nehme mal eine andere Waffe gerade, die am Boden lag. Ich gönne mal eine Hailstorm. Ich glaube, ich wurde erschossen in der Zeit. Ja, einer müsste mal Mitte gekommen sein dann. Ein bisschen zu blauäugig davon hier. Da fallen richtig viele Flaschen runter. Ja, das ist schrecklich. wie gesagt, Wechsel ist. Das kannst du ja nicht geben. Ich setze wieder einen Tripwire. Wir kämpfen um B. Shit, da kann ich nicht hin. Ey, einer ist direkt in den Kisten. Ich glaube, ich zünde mein Stacheldraht jetzt nicht, ne? Also mein Kapkandraht. Ja. Ah, B kriegen sie wohl. Dann kriegen sie auch nochmal Zeit. Das ist so. Wir verteidigen B. Wir haben nur noch wenig. Ich hol immer ein. Ich mach nicht genug Damage. Ich muss die Waffe erst leveln. Geh nochmal drauf da. Boah, Lucky Pants. Lucky Pants hat's verteidigt. Das gibt's ja gar nicht. Rechts um die Ecke, Alex. Jawoll. Ich wollte ihn messern. Das Geräusch ist echt cool, ey. Das ist zu laut. Ich hab mich so. Scheiße, was ist jetzt runtergefallen? Ziel erledigt. Die haben es immer noch nicht hinbekommen, nach 800 Jahren die Killcam zu schaffen, ne? Ja. Die Killcam ist immer noch laggy. Aber sie geht aber. Na ja, gut, bei Rainbow ist es ja auch so schlimm, ne? Mit der Killcam manchmal. So. Okay, ich hab wieder meinen ersten Draht habe ich. Wenn wir einen Spot einnehmen, kann ich dir ja, B zuerst, oder? Ja. Ich glaube, B war schon schwer gerade. Ich mal durch die Mitte. Keine Gegenwehr bis jetzt. Der Feind kämpft um Bravo. Okay, der hat direkt einen Headshot gekriegt. Draht liegt. Kannst du reinlaufen mhm. lassen. Von Treppe. Treppe kommt da, wo wir runtergekommen sind. Kommt jetzt rein. Ja, mein Glas hat mir jetzt verraten, dass es so ist. Mein Draht noch da? Weiß ich nicht, ich glaube irgendwas ist explodiert. Ja, der Draht ist weg. Aber ich tapp mal mit, gibt EP. Da kommt einer rein. Ja. Ah, oh, wie abgestaubt hat. Der hat echt gewartet. Krass. Kommen zwei Stück noch. Oh lol. Der piekt halt genauso, dass er sieht. Scheiße. Ich zünd mal eine irgendeine Sache. The hell? Ja. Ich sehe keinen. Sturm.
Okay, ich habe keinen einzigen gesehen. War aber knapp, die waren alle in unserem Zelt. Scheiße, ey. Ja, gesehen. Ja, den habe ich doch auch gesehen. Ich mag das mit den Spitzen, ey. UAV ist auch von mir an. Alter, wir erschrocken gerade schon wieder. Scheiße, Ulti voll gerastet bei mir gerade, nicht eingekillt. B haben wir ja, ne? Ja. Ja, wir müssen nur noch auf A. Hellstorm. Hinter mir? Zwei Leute, die kommen gerade zu dir gerannt. Nee, hab noch eine Hellstorm gezündet. Einen hab ich doch erwischt. UAV. Drei Stück sind da jetzt drin, ne? Alter. Boah. Ich leg wieder Draht. Alle tot. Shit, der reicht nicht. Mist, das funktioniert dann nicht. Ist aber durchgelaufen, oh. Einer. Ja, er hat Schaden bekommen, aber wird dadurch nicht gefinisht, glaube ich. Den hinter die habe ich. Sieht gut aus. Gegner. Alter, was hier für ein Feuerwehr? Was war das denn gerade? Piu, piu. Ist schon ganz geil. Macht sogar, ich mag's auch. Ich muss sagen, dass es sogar mehr Spaß macht bis jetzt als die Beta von WW2 damals. Ich hab nur wieder Angst, dass die Perk-Kacke unbalanced bleibt wieder. Ja. Davor habe ich so am meisten Schiss, dass du halt neuer Spieler, der wieder mal keine Klasse freischalten kann, gegen jemanden, der halt schon alles hat, wird wieder kein Spaß. Ja, also das ist aber fast in jedem COD halt so, ne? Ja, das ist ja das Problem an dem Unlock-System. Manche sagen, hey, man braucht ein Unlock-System, damit die Leute halt, ja, was haben, um dran zu bleiben. Kann ich auch verstehen. Und ich finde halt ein Unlock-System kacke. Ja. Ich will die gleichen Chancen haben wie der Gegner und lieber dann am Spielgeschehen sehen, wer besser ist oder whatever. Scheiße, die pushen gerade hart links rum. Links rum? Ja, also auf A. Die sind auch schon drauf, glaube ich. Zwei Leute. Ja, mein Glas. Der liegt am Panzer. Fuck. Drei, vier Leute drauf. Schick die Hunde los. Ich hab sie alle von hinten angeschossen. Super. Ja. Shit, der Draht funktioniert wieder nicht. Ich kann sogar sagen, wo die hingehen sollen. Wie denn? Meinen Hunden kann ich mit Q befehlen, ob ich die auf Patrouille schicken soll oder ob ich die auf Follow setze. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, da irgendein Hund ist gerade gestorben. Ja, dafür habe ich ihn noch gekillt. Lol. Arsch. Wie lange noch? Wir haben noch Zeit, ne? Wo sieht man die Leben der Gegner? Links, Mitte, die 18. Was ist das denn für eine Waffe? Schon die letzte Runde? Ach, schade. Ja. Hatte leider meine Ulti nicht benutzen können mehr. Aber du hast, ja, 13 Objectives hast du gemacht. Hast mich noch überholt damit. Ja, stimmt, ja. Was sind denn Objectives? Das sind keine Kills, ne? Ich glaube, zum Punkt gehen und vielleicht einen töten oder so. Also verhindern, einnehmen. Ich glaube, immer wieder. Ja. Vielleicht auf den aber Punkt jetzt, Leute killen. Aber jetzt leveln wir endlich mal die richtige Waffe. Ja. Die MP hieß es, ja. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. So, Leute, nicht vergessen, bei Alex vorbeizuschauen. Ja, wir sehen uns dann nämlich in der nächsten Runde wieder. Ich denke, wir machen noch zwei Hündchen erstmal und dann gucken wir mal, ob die Gruppe noch Bock hat. Ansonsten, Leute, lasst ein Like, erschreibt einfach weiter. Ciao. Tschüss.